für die nächsten 2 Tage um, und zwar zu einer Riesenfamilie, also wirklich Riesenfamilie. 145 Menschen, 40 davon sind Kinder. Und das hat erstmal einen totalen Knoten in meinem Kopf erzeugt. Obwohl ich selbst 6 Geschwister habe und auch schon in größeren WGs gelebt habe, ist das einfach nochmal eine komplett andere Dimension. Aber nur nochmal zum Verständnis, also diese 145 Menschen, die sind nicht alle biologisch miteinander verwandt, aber sie haben sich entschlossen, gemeinsam hier in einem Ökodorf in Siebenlinden zu leben, und sie sorgen sich füreinander, sie essen zusammen und sie haben sich halt gemeinsam dafür entschieden, ein nachhaltiges Leben zu führen. Ich treffe Henning und Simone, die beiden sind vor 12 Jahren hergezogen, haben 4 Kinder und Sohn Till ist mittlerweile erwachsen und sagt, war nicht immer ganz so easy hier zu leben, gerade als Teenie, wenn man dann irgendwie so anders ist als die anderen Teenager. Und ich treffe Satoshi und Volker, die beiden, die kamen als Liebespaar ins Dorf, haben ein Kind bekommen und sich dann vor 2 Jahren getrennt. Das Kind pendelt mittlerweile zwischen den 2 Bauwagen hin und her. Die wurden nach der Trennung nämlich kurzerhand einfach auseinandergeschoben. Ehrlicherweise kann ich mir das Leben in dieser riesen Dorffamilie einfach gar nicht vorstellen. Ich frage mich aber, im Gegensatz zu meinem anonymen Leben in der Großstadt, ist das nicht ein riesengroßes Paradies für Kinder, eine krasse Entlastung für Eltern, super einengend auch für Teenies und eine Alternative für alle, die keine biologischen Kinder haben oder haben wollen. Bevor ich mich ins Familienleben stürze, suche ich aber erstmal Gabi. Sie lebt schon seit 20 Jahren hier und hat also die Anfänge des Dorfes mitbekommen, und sie gibt mir jetzt gleich hier eine kleine Tour. Hallo. Hallo. Hallo, hi. Claire. Hi. Schön. Schön, dass wir uns sehen. Ja. Ja. Wow. Willkommen im Ökodorf Siebenlinden. Dankeschön. Ja. Jetzt stehen wir hier so auf unserem sogenannten Dorfplatz. Mhm. Du kommst ja gerade aus dem Gästehaus raus. Ja. Und da gegenüber, da siehst du unser Regiohaus, also unser Gemeinschaftshaus. Mhm. Da, wo auch die große Küche ist, wo gekocht wird, ja, für alle Gäste und für die Gemeinschaft, wo Essräume sind, wo oben ein Seminarraum ist. Das war das oder ist das alte Haus, was wir damals 97 gekauft haben. Und mittlerweile haben wir 116 Hektar, also immer wieder dazu gekauft, ja, Wald oder Ackerland, weil in unserer Überschrift steht ja auch die Selbstversorgung, also Selbstversorgung dann halt mit Holz, mit Bauholz, mit Brennholz, mit Lebensmitteln dann, also so vom Acker, ne? Dö. Ja, und hier sieht man dann so das Eingemachte. Das wird hier alles selbst gemacht? Wird alles selber gemacht. Jeder erwachsene Mensch zahlt dann einen Grundbetrag, so wie in jeder Food-Coop auch. Ne? Ja, wie viel ist das? Kennt man. Das sind 25 Euro im Monat. Wow. Mhm. Und dann zahlen wir pro Anwesenheitstag dann noch so 7 Euro dann am Tag, und das wird dann abgerechnet so am Ende des Monats. Und dafür kann ich mir hier immer was nehmen und bekomme auch Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Ja, wow. Genau, also absoluter Luxus. Ja, Wahnsinn. Morgens, mittags, abends ein Buffet. Es gibt einige, die im Dorf leben und dort auch arbeiten, zum Beispiel auf den Feldern oder in der Küche. Sie werden dann natürlich auch bezahlt. Wenn du hier mal guckst, genau. Ja. Hier ist ein Übersichtsplan. Das sieht von der Karte jetzt erstmal aus wie so ein klassisches kleines Dorf. Ist es ein Unterschied zu dem, wie ihr hier lebt, in dem Ökodorf? Ja, wir sind ja zusammengekommen, weil wir eine Gemeinschaft gründen oder gegründet haben. Ne? Ja. Und am Anfang klein. Und dann, da wir dieses Gelände gekauft haben und auch 6 Hektar Bauland haben, und mit unseren eigenen Baukriterien können wir bis zu 300 Menschen dann in Häuser unterbringen. Mhm. Ob wir 300 werden, keine Ahnung. Mhm. Weil uns ist es ganz wichtig, dass wir gemeinschaftlich leben, also eine Gemeinschaft sind, die langsam zum Dorf wird. Okay. Und nicht ein Dorf, was vielleicht Gemeinschaft lebt. Wer hier leben möchte, muss die Werte, Menschen und den Alltag im Dorf kennenlernen und dann entscheiden, ist das was für mich? Wenn ja, steht ein Jahr auf Probe an. Du lieferst mich jetzt ab bei
Henning und Simone? Genau, und Familie. Und das ist da hinten in dem Haus in der Nachtigall. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen noch mal zum Frühstück. Auf jeden Fall. Alle kennen. Jetzt viel Spaß mit den Pritchies. Danke dir. Ja. Okay, dann bis dann. Ciao. Die Türen sind immer offen. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, wir schließen kaum ab. Hallo. Oh Mann, hallo. Hi, ich bin Claire. Hallo, Simone. Hi, Simone. Grüß dich. Hallo. Hallo. Grüß euch. Vielen Dank. Du bist? Ich bin Henning. Du bist Till. Cool. Schön, dass ich da sein darf. Wir hätten auch noch ein Teechen oder Kaffee, wenn du möchtest. Und das Wasser? Einen Tee würde ich nehmen. Ja. Hi, ich bin Claire. Schöne Party crashed. Ja. Boah, direkt alle hier. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, Emil ist auf Klassenfahrt. Jona ist ja, macht ja ein freiwilliges ökologisches Jahr. Ansonsten alle da. Cool. Wir fühlen uns eher als Kleinfamilie. Ja, wirklich? Ja. Vielen Dank. Sag mal, wie ist denn eure Geschichte? Wie habt ihr euren Platz jetzt hier gefunden? Wir sind schon 2003 zu diesem Ökodorf-Projekt gestoßen. Oh, das ist wirklich lange her. Das ist schon richtig lange her. 20 Jahre, ne? Ja, ja. Mhm. Mit Kleintilly, ein Jahr alt. Damals als noch dreiköpfige Familie, genau. Was liebt ihr denn hier dran? Das ist einfach, das Umfeld, das wir hier miteinander kreieren, ist für mich erstmal sehr stimmig, sehr, sehr schön und sehr positiv. Mhm. Und dann finde ich es ganz großartig, hier in dem Umfeld auch Familie zu leben und Kinder großzuziehen. Mhm. Von dem her ist für mich klipp und klar, also mindestens bis die Kinder aus dem Haus sind, bleibe ich hier leben. Das dachte ich aber auch gerade, als ich hier durchgelaufen bin. Ich war so, das ist so irre. Wir hätten nicht vier Kinder, wenn wir nicht dieses Umfeld hätten, weil einfach unheimlich viel Unterstützung auch war, als die klein waren. Und ja, halt so zu wissen, die sind hier unterwegs dann auch schon relativ jung, mit was weiß ich, 4 Jahren oder so. Und eigentlich kann nichts passieren, außer dass sie in den Teich fallen könnten. Ansonsten war das hier sehr, sehr früh dann auch sehr frei und schön und sicher und vertraut. So, und dann hat unsere Nachbarin die auf die Nachbarweide gelassen. Dann müssen wir sie da. Alpaka, süß. Da müssen wir sie da nämlich rüber buxieren. Ja. Genau, du gehst mit ihm hinterher. Die kommen jetzt halt rüber auf die andere Weide, weil da noch längeres Gras ist. Ah, okay. Kannst du auch da bleiben, oder Mirka? Können wir sie da abhalftern oder willst du noch durchlaufen? Ist gut, ne? Entspann dich ein bisschen. Holst du noch mal Wasser? Und gibt es auch so ein Familienleben in der Gemeinschaft hier im ganzen Dorf? Unser Familienleben im Dorf, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir verstreuen uns tatsächlich auch mal ganz gerne im Dorf, um nicht immer so aufeinander zu glucken. Also ich habe das schon recht schnell, dass mir auch die Decke mal auf den Kopf fällt. So, also gerade wenn ich denke, Winter und als die Kinder noch kleiner waren und so, dann genieße ich das auch mal, so hier meine Freunde da zu besuchen oder halt gemeinschaftliches Mittagessen. Also wir essen eigentlich, wenn wir zu Hause sind, also diejenigen von uns, die zur Mittagszeit zu Hause sind, ich bin immer zu Hause, weil ich halt auf dem Gelände arbeite, essen wir in der Gemeinschaft zu Mittag. Und das finde ich sehr, erstens ist es komfortabel, zweitens ist es lecker und drittens ist es auch so ein bisschen verdünnen. So diese Familienatmosphäre, wo du so aufeinander hockst, ist schön. Mhm. Wir verstehen uns auch tatsächlich meistens recht gut. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass dann wieder so Luft ins Ganze kommt. Mhm. So dieses, ne? Also Gegenmodell sind diese drei Alpakas, die wollen immer zusammen sein. Wenn einer ein bisschen weiter weg steht, gucken die anderen und kriegen die Krise. So, ja. Und so eine Familie sind wir nicht. Simone arbeitet im Dorf. Sie macht hier die Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Mann Henning arbeitet außerhalb des Dorfes in Teilzeit als Grundschullehrer. Im Dorf kümmert er sich ehrenamtlich um die Kläranlagen. Ah, hier müssen wir hin. Ja, hier sind wir schon. Ist das denn so, weil hier kennt ja wirklich gefühlt jeder jeden, dass du manchmal das Gefühl hast, boah, das ist mir so ein sozialer Overload. Ich möchte einfach zurück in mein Kleines ohne Menschen mal und habe genug von dem Ganzen. Und geht das dann überhaupt hier? Oder ist hier schon gewünscht, dass man sich auch integriert in die Gemeinschaft? Unsere private Wohnsituation sieht ja schon so aus, dass wir unseren Familienwohnraum haben und haben die Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Definitiv.
Pass gut auf mit deinem Fahrrad. Du stehst unter Beobachtung. So, ich muss jetzt hier in den Keller. Ja. Wie gesagt, die Wasserzähler abmessen. Und dort findest du die Verschenke-Ecke. Cool. Steht sogar drüber. Ja. Und Mirka ist schon da. Dann sehen wir uns später zum Abendessen. Okay. Alles klar. Bis dann. Alles klar. Hello. Hi. Darf ich zu dir reinkommen? Ja, auf jeden Fall. Ist ja frei für alle. Verschenke-Ecke. Cool. Ist das so ein Konzept, ich nehme mir was und ich lege was anderes rein? Oder darf ich mir einfach was nehmen? Also ich will mir jetzt nichts nehmen, aber dürfte ich? Doch, also man kann hier immer was hinlegen und man kann immer was nehmen. Hast du Sachen von hier an? Ja. Ach, echt? Die Jacke ist zum Beispiel von hier. Mhm. Das Oberteil auch und die Hose. Muss man ja nie shoppen gehen. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen so Flohmarkt-Style. Die nächsten Shopping-Möglichkeiten sind auch weiter entfernt und dann bietet sich das hier auf jeden Fall immer an. Aber vermisst du irgendwas? Weil wenn ich so an meine Zeit denke, als ich so 14 war, da war ich so in der Innenstadt und hatte so... Also ihr dürft jetzt zum Beispiel auch keine Handys rausholen, ne? Also das mit dem Handy würde ich so mal nicht ausdrücken. Okay. Also generell darf man hier schon Handys benutzen, aber ja, es gibt da ein paar Regelungen und ist schon ein brisantes Thema. Okay. Aber prinzipiell vermisse ich hier eigentlich nichts. Also ich würde viel, also ich bin sehr dankbar, hier zu leben und jetzt nicht im Nachbarort oder so, weil das hier schon viel attraktiver ist für mich, merke ich. Aber ja, eine bisschen nähere Stadt fände ich auch mal ganz schön tatsächlich, weil die nächste große Stadt ist 30 Kilometer entfernt, dann gibt es eine 50 Kilometer, glaube ich, entfernt. Ja, kannst du dir vorstellen, hier zu bleiben? Also nach der Schule denke ich schon, dass ich erstmal weggehen werde und vielleicht was studieren werde oder auf jeden Fall erstmal weg sein werde und was anderes kennenlernen muss. Aber langfristig gesehen würde ich es nicht ausschließen, zurückzukommen oder vielleicht eine andere Gemeinschaft mal auszutesten. Ja. I'm running course for the daily races. I'm the one to choose. My way to go from the central station of the town. Gehst du manchmal auch im Supermarkt einkaufen? Wenn ich hier bin, sehr, sehr wenig. Aber angenommen, ich würde jetzt hier wirklich sehr konstant leben, dann würde ich das wahrscheinlich ab und zu mal machen, weil so ein bisschen Luxus darf auch mal sein. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Aber du wohnst nicht konstant hier? Zurzeit nicht, nee, also schon seit längerer Zeit eigentlich nicht mehr. Also zurzeit bin ich eher am Reisen und immer wieder hier arbeiten und Familie besuchen und dann aber auch wieder ein paar Wochen oder Monate weg. Okay. Ja, so machen wir das zurzeit, also ich. Aber deswegen. Okay. So, oh, krass. Das ist eigentlich alles, was wir gerade zurzeit am Salat haben, glaube ich, was halbwegs reif ist. Das ist aber viel, finde ich. Es sind auch viele Leute. Ja, das ist korrekt. Da können wir mal gucken. Schneide den einmal ab. Okay. Müssen mal ein bisschen weiter gucken. Du hast aber nicht immer hier gelebt, oder? Bist du nicht als Teenie einmal gesagt, ciao, kein Bock mehr? Ja, so ungefähr. Ich glaube, als ich 13 war, bin ich auf ein Internat gegangen und habe dort die letzten 4 Jahre von meiner Schullaufbahn verbracht. Mhm. Ja. Warum? Nicht so leicht zu beantworten, aber grundsätzlich war das für mich nicht mehr wirklich der richtige Ort. Und es war für mich sehr schwierig, damals so diese eine Welt, Siebenlinden und meine damalige Schule so unter einen Hut zu bekommen. Ja, das Ding ist halt, mit 13 denkst du dir halt nicht, ja, super Projekt, wo ich hier aufwachse, sondern du willst halt irgendwie was erleben und willst halt Zeit mit deinen Freunden verbringen. Jetzt bist du ja wieder hier. Ja. Also würdest du sagen, jetzt mit 20 so hast du einen anderen Blick drauf? Ja, total. Es völlig anders. Also auf so vielen Ebenen komplett anders. Also erstmal versteht man das Dorf erstmal, also warum existiert es oder was ist so überhaupt das Ziel oder die Mission. So, so rückblickend würdest du trotzdem sagen, es war trotzdem gut, dass du hier aufgewachsen bist? Oder ist es so cool als Kind, nicht so cool als Teenie und dann wieder gut, wenn man irgendwann aus den schlimmsten Jahren so raus ist? Also für mich war es genauso und trotzdem bin ich insgesamt natürlich sehr froh, dass ich hier aufgewachsen bin. Ich finde, man hätte es halt oder man könnte es uns Jugendlichen etwas leichter machen, so in der Schule und in der Außenwelt klarzukommen. Mhm. So, das ist halt. Und wie?
indem man so mit uns überhaupt mal drüber spricht. Also für mich war das halt voll wie so ein Sprung ins kalte Wasser. So, ich war im Waldkindergarten und auf einmal, ich bin die ganze Zeit eigentlich nur im Wald rumgerannt und auf einmal muss ich halt auf so eine staatliche Grundschule, wo ich so richtig Autoritäten habe und auf einmal alles so geordnet und ich kann ja darauf vorbereitet. Also mir war es nicht mal klar, dass ich in einem Ökodorf wohne, so bis ich 6 Jahre alt war. Okay. Sind halt Kinder. Dachtest du, das wäre die Ost, das wäre die... Für mich war das mein Normal, so sind halt Kinder und da hätte man mich so ein bisschen für sensibilisieren können, glaube ich. Und, ja. Ja, aber ich denke, das sieht man an meiner Schwester zum Beispiel auch. Das passiert jetzt auch mehr und läuft irgendwie besser. Ja. Ja. So das Beste aus beiden Welten wäre halt schön. Aber das denke ich mir auch oft, so eine Kleinstadt. Ja, was ist das? Ein Mairübchen. Oh. Wir haben Radieschen gesucht und nicht gefunden. Ich habe noch einen Programmpunkt für euch. Ich habe ein Freundebuch und jede Familie, die ich treffe, trägt sich in mein Freundebuch ein. Und ich habe schon sehr viele Einträge hier drin. Und wir müssen. Ihr müsstet. Britschis. Genau, wir sind nämlich die Britschis. Ja, das habe ich schon öfter heute gehört. Oh Gott, Farbe. Ich sehe mich ja fast zu grün gezogen. Grün? Nein. Na okay, doch, von mir aus. Cool. Das ist von mir ein Wunsch frei. Also, vor 5 Jahren hätte ich auf jeden Fall mir eine Spülmaschine gewünscht. Weil wir müssen nämlich immer abwaschen. Stimmt. Stimmt, das war das. Ja. Damit haben sie uns lange. Emil liegt jetzt damit auch noch in den Ohren. Kinderwunsch kannst du hinschreiben, Spülmaschine. Großartig. Ich ziehe noch weiter zu Volker. Rüber. Ich glaube, das Lagerfeuer heute. Mhm. Und wir sehen uns aber morgen nochmal, oder? Zum Essen, glaube ich. Ne? Bevor ich ins Bett falle, treffe ich noch Volker und Satoshi. Hallo. Ich glaube, ich will zu dir. Hallo Satoshi und du bist Volker. Cool. Die beiden leben direkt um die Ecke in 2 Bauwägen. Sie sind getrennt und kümmern sich abwechselnd um Sohn Silas. Die drei werde ich morgen nochmal treffen. Nach einer ruhigen Nacht im Dorf ohne Handyempfang bin ich mit Gabi auf einen Kaffee verabredet. Morgen! Guten Morgen, Claire. Gut geschlafen? Ja, absolut. Du? Ja. Es war ruhig hier. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Gabi, ich habe ja gestern von dir die Tour bekommen. Jetzt aber auch ein paar persönliche Fragen. Ist das Dorf deine Familie? Ja, kann ich schon so sagen. Also das ist eine große Familie. Ne? Sehr groß. Ja. Und ja, ist meine Wahlfamilie. Mhm. Ist meine Wahlfamilie. Also ich habe mich entschieden hier. Ich bin Teil der Gemeinschaft und ich baue sie mit auf. Ich kreiere sie. Mhm. Ich habe eine Stimme. Ich bin immer wieder am Zweifeln auch. Will ich das so, will ich das nicht? Und das Wichtige, so wie in jeder Beziehung, in jeder Familie, ist ja auch, in Kommunikation zu bleiben, in Beziehung zu bleiben. Bist du damals alleine hierher gekommen? Mhm. War das immer klar? Hattest du eine Beziehung? Und hast du eigene Kinder? Als ich hierher kam, hatte ich keine Beziehung, war ich nicht in Partnerschaft. Mhm. Und eigene Kinder habe ich auch nicht. Das war... aus dem Grund, früher war ich sehr aktivistisch unterwegs, in diese Welt keine Kinder. Okay. Da habe ich es schon schwer genug. Ja. Ne? Weil ich hatte nie im Leben einen Kinderwunsch. Okay. Und ich liebe Kinder, also ich möchte auch immer mit Kindern zusammenleben. Und es müssen aber nicht meine Kinder sein. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Grüß dich. Wow. Alles gut? Ja, wir sind entspannt. Ja, ne? Sieht auch so aus. Ne? Sag mal, darf ich mir mal deinen Bauwagen angucken? Ich habe nämlich noch keinen von drinnen gesehen. Keinen? Noch keinen. Also zumindest hier in Siebenlinden noch keinen. Das ist mein Luxusheim. Schwitzig aus, ne? Ja, das wird schon. Genau, also hier mein Luxusbauwagen. Mit Küche. Das ist wirklich ein Luxusbauwagen. Das ist eine ziemliche Luxusvariante. Hier ist dann jetzt mittlerweile das Kinderzimmer.
Also, und das Bett ist da oben. Warte mal, von wem? Von dir? Von uns beiden. Also das, okay. Das ist halt ein Doppelbett ja. Und man kann das runterfahren. Und genau, und da drüben ist halt jetzt unser Ess- und Wohnzimmer geworden. Kann ich erst sehen, wie du das runterfährst? Ich kann das mal runterfahren, also. Ja. Genau, also jetzt, Achtung, jetzt wird's laut. Okay. Genau, mit integriertem Fliegenschutz. Nicht schlecht. Ja, wenn so ein Bauwagenleben muss man jeden Quadratmeter nutzen. Der Anbau jetzt quasi eigentlich das Kinderzimmer von Silas. Okay. Aber irgendwann, wenn er dann mal will, kann er auch umziehen. Ja, hast du alles, was du brauchst? Genau, und ich habe sogar noch ein kleines Bad mit Toilette. Ja, ist einfach ohne Wasser, ne? Ist ohne Wasser, genau. Ja. Ich habe. Aber mit Lüftung. Ah ja. Ohne Lüftung geht's nicht. Ja. Das ist das, was uns am meisten Wasser spart. Mhm. Hier. So. Einfach hier, oder? Ja, ist doch gut. Ui. Seit wann lebst du jetzt alleine in dem Bauwagen hier? Ich lebe schon immer alleine in dem Bauwagen. Ach. Aber als du mit Volker zusammen warst? Da hatten wir auch jeder seinen eigenen Bauwagen. Okay. Aber die waren halt direkt aneinander gebaut, okay. Quasi. Ja. Also wir hatten die Terrasse dazwischen und da konnte man von einem in den anderen. Okay. Und nach der Trennung haben wir uns dann getrennt. Da habe ich dann wir haben erst noch ein halbes Jahr oder sogar ein Dreivierteljahr zusammen gewohnt, also halt so wie vorher und haben halt das alles so ein bisschen unsere Gemeinsamkeiten dann reduziert, um es für Silas einfacher zu machen. Und dann nach einem halben Dreivierteljahr bin ich dann mit dem Bauwagen hier hintergezogen. Einfach rübergezogen. Genau, Bauhaus genommen, rübergezogen. Hammer. Genau, und habe mich jetzt dann halt hier eingerichtet. Und hier bin ich jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, ungefähr. Es ist so verrückt, weil so eine Trennung und dann einfach die Bauwagen auseinanderschieben, das klingt so unkompliziert. Ja, klingt unkompliziert, ist ja auch nicht so einfach, wie es sich immer anhört. Absolut. Ne? Also diese ganzen Trennungsdinger hat man ja trotzdem. Ne? Mhm, voll. Das war für mich eh das Schlimmste. Mit deinem Sohn? Ja, also dieses, ich kann meinem Kind jetzt keine intakte Familie mehr bieten. So. Das war eigentlich das, was am meisten wehtat. Mhm. War das Thema hier? Nee, das ist kein Thema. Okay. Und hier gab es ja schon viele Trennungen. Ne? Hier gibt es ja viele getrennte Kinder und getrennte Eltern. Und die auch immer noch hier leben. Die auch alle dann immer noch hier leben, auch die Partner noch hier leben und wieder neue Partner schon haben und so weiter. Mhm. Sind die Menschen denn hier auch so zu deiner Familie geworden? Ja, oder? Wo fängt Familie an? Wo hört Familie auf? Die Frage, ne? Ja. Schön wäre es doch, wenn wir alle eine wären. Ja. I've been seeing lonely people in crowded rooms. Covering the old heartbreaks with new tattoos. Hi. Ich war nicht sicher, ob ich richtig bin. Doch. Aber hab's gefunden. Hi. Grüß dich. Danke. Sieh mal lieber aus. Cool. Wollt ihr jetzt reinkommen? Ich würde voll gerne reinkommen. Na dann. Dankeschön, das ist mein zweiter Bauwagen. Der zweite erst? Ja. Na, ja. Also die Grundzüge, vieles ist sehr ähnlich. Ist das gleich groß wie bei ihr? Der ist etwas länger. Sag mal, ich habe da so ein Buch entdeckt. Na? Silas und Volker, die ersten 2,5 Jahre. Ja. Ist das euer... Willst du da reingucken? Ja. Nimm mal das doch mal, das habe ich von der Satoshi geschenkt gekriegt. Ach, wow. Oh, ja, dann... Oh Gott, da hat er doch... Kann man das da fernsetzen? Na klar. Da hatte er ja noch ganz gar keine Haare. Nee. Wow. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen, bevor ihr das Kind bekommen habt? Na, wir haben uns kennengelernt im Urlaub und hatten dann erst eine Fernbeziehung. Das war halt dann nicht die Dauerlösung. Ja. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann gesagt, komm, wir suchen was, wo wir gemeinsam irgendwie eine Perspektive sehen. Ja. Und dann war halt schnell so dieses Thema Gemeinschaften auf dem Tisch. Für dich auch damals schon? Also es kam von Satoshi. Mhm. Sie hatte vorher da schon Gedanken dazu gehabt und wir haben dann geguckt. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr spannend vom Thema. Es war für mich aber grundsätzlich erstmal neu. Also das heißt, wir haben dann gemeinsam geguckt und waren relativ schnell auch bei Siebenlinden gelandet. Dann gehen wir gleich hier hin. Ja, das ist gut. Das ist jetzt sehr hypothetisch, aber wärst du noch hier, wenn Silas nicht wäre, nach der Trennung? Es ist immer sehr hypothetisch, ja.
Ich finde, das Leben in Gemeinschaft hat tatsächlich viele spannende Facetten. Mhm. Und es ist zumindest jetzt für mich im Moment eigentlich genau der richtige Ort. Ob das für immer ist, weiß ich nicht, kann ich noch nicht beantworten. Aber es fällt mir im Moment schwer vorzustellen, wieder irgendwo in so eine Stadt zu ziehen. Mhm. Oder in so ein, also ich weiß nicht, ich finde das tatsächlich, ja, es ist irgendwie sehr stark auch zu meinem Ort geworden in den Jahren. Und von daher denke ich, auch ohne Silas wäre ich sicherlich noch hier. Mhm. Wie ist es denn, als Vater hier zu leben und zu wissen, dass Silas jetzt hier aufwächst? Ich glaube, dass es wenige Orte gibt, wo man getrennt ein Kind erziehen kann, was trotzdem so, ja, sagen wir, so viel Nähe, also räumliche Nähe hat, was jetzt die Elternteile angeht. Und man läuft sich ständig über den Weg. Also auch wenn er bei ihr ist und die essen vorne, man sieht sich und so. Es ist einfach ein sehr, ja, sehr entspanntes, sehr offenes Miteinander an der Stelle. Mhm. Ist das deine Familie hier, dieses Dorf? Das Leben in Gemeinschaft, das ist so ein nicht so nah wie Familie vielleicht. Und es ist sowas, was dazwischen ist. Sie sind nicht fremd, aber nicht wirklich Familie. Sie sind halt Gemeinschaft. Das ist irgendwie nochmal eine andere Kategorie vielleicht in dem Sinne. Mhm. Trotzdem ist der Übergang irgendwo ja, relativ schleichend auf eine Art auch. Mhm. Ja. Hallo. Da kommt er. Wir haben gerade von dir gesprochen. Hi. Kommst du von der Schule? Na, erstmal ankommen, ne? Erstmal rein. Ups. Kein Bock. Mhm. Heute war ich mal Gartenarbeit. Und Gartenarbeit hast du in der Schule? Das ist ja cool. Boah, Französisch schon in der ersten Klasse. Ja. Wow, und Englisch. Hallo. 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 Ja. Sag mal, jetzt habe ich euch hier alle zusammen. Wollt ihr mein Freundebuch ausfüllen? Auf jeden Fall. Ja? Oder? Ja? Na. So. Hippie. Also schreiben kann ich noch nicht. Schreiben kannst du noch nicht. Oder einen Namen. Deinen Namen kannst du ja auch. Oder Namen. Willst du deinen Namen hier reinschreiben? Und zwar ein Essen. Genau, dann geht's jetzt los. Oh je. Alles. Schokolade. Schokolade. Okay, das ist ein Ding. Nee. Super. Gehst du rein, machst Hausaufgaben? Das war bestimmt der Plan. Die mache ich jetzt. Ach, danke euch. Interview beendet. Interview beendet, ja. Hey, vielen Dank. Ja, gerne. Ich habe ganz schön viel von euch erfahren. Danke. Zwei Tage Ökodorf, zwei Tage Leben in Gemeinschaft. Siebenlinden ist viel. Viel Gemeinschaft, die zur Familie werden kann, wenn man das möchte. Ich bin dankbar für die Offenheit mir gegenüber, weil es mir gar nicht so leicht fiel zu verstehen, wie sich Regeln und Freiheit zueinander verhalten. Die Menschen hier sind rücksichtsvoll gegenüber der Umwelt, den Mitmenschen und den Bedürfnissen in der Gemeinschaft. Mein Eindruck, wer hier lebt, gibt viel auf, gibt viel von sich, bekommt aber auch viel zurück. Ich habe ein Dorf kennengelernt, das füreinander da ist. Für manche ist es Familie, für andere eine lebensprägende Gemeinschaft. Für mich war es bereichernd, herausfordernd und gleichzeitig wahnsinnig spannend.